Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich und zwar möchte ich mich heute nur mit Produkten von Tarte schminken. Zwei Schritte muss ich aber tatsächlich durch Produkte aus meiner Sammlung ersetzen, weil ich kein Puder und keine Augenbrauenprodukte von Tarte hier habe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe schon so ein bisschen meine Tagespflege drauf gemacht, habe jetzt aber noch in einem Set drin gehabt von Tarte dieses Maracuja-Öl, was ja extrem toll sein soll und das soll man auch unter Make-up verwenden können. Also aktivieren wir den Pumpspender und dann gucken wir mal, wie das so aussieht. Also man bekommt jetzt nicht allzu viel auf die, in die Pipette, ist aber nicht schlimm. Ich gebe mir immer so 4 Tropfen, wenn ich Gesichtsöl nehme, auf. Verreibt es so ein bisschen zwischen meinen Fingern, um das so ein bisschen anzuwärmen. Und dann gebe ich mir das immer so ein bisschen auf mein Gesicht. Das riecht wirklich sehr fruchtig. Es ist jetzt auch super schnell eingezogen. Also hier auf den Wangen, wo ich angefangen habe, das aufzubatschen, ist es tatsächlich auch noch etwas intensiver da. Aber so jetzt im Stirnbereich, wo ich nur sehr wenig verwendet habe, oder auch so hier runter, es ist ganz schnell verschwunden, aber es ist auf jeden Fall ein angenehmes Gesichtsöl, was man sich auf jeden Fall so morgens aufgeben kann oder abends. Das pflegt schön die Haut, es fühlt sich sehr angenehm an. So, als nächstes habe ich 2 verschiedene Primer. Ich habe 2 Gesichtshälften, deswegen kann ich das jetzt auch in Kombi verwenden, das finde ich gut. Als erstes habe ich hier den Timeless Smoothing Primer. Das ist dieser hier, auch der war in diesem Miniset mit drin. Das ist so eine ganz interessante Konsistenz, weil der halt wirklich fest ist, ne? Also ich weiß gar nicht, wie ich das Produkt da genau rauskriegen soll. Wahrscheinlich mit einem Spatel, aber da ich jetzt eben die Hände gewaschen habe, kann ich auch mit meinen Händen reingehen. Gut, da sind jetzt 2 Milliliter drin, das ist nicht das allermeiste. Ich kann euch den ja mal zeigen. Also ich bin jetzt so vorsichtig mit dem Fingernagel reingegangen und habe jetzt hier auch so ein Häufchen. Und das gebe ich jetzt hier mal auf meinen Handrücken. Das ist wirklich so, oha. Also da muss ich aufpassen, dass es nicht krümelt bei mir. Man sieht jetzt so ein bisschen, wenn man, ja doch, ganz viel Fantasie hat, wenn man sich nur die Mitte der Handfläche anschaut, dass da so ein bisschen geblurrt wurde und nach außen hin sieht die Haut einfach normal aus. Also sehr, sehr interessant, aber wenn ich jetzt nochmal so mit dem Finger drüber gehe, dann krümelt es ein bisschen. Also ich hoffe nicht, dass es gleich mit der Foundation krümelt. Ich werde mir den, ich denke, wirklich auf eine Gesichtshälfte komplett auftragen. Weil sowas kann man natürlich auch einfach punktuell machen, dass man das nur so auf die Nase oder dahin gibt, wo man so Poren blören möchte. Möchte ich das auch? Nee, wir möchten den richtig krassen Unterschied haben, oder? Weil normalerweise verwendet man ja nicht unbedingt 2 verschiedene Primer. Genau, der kommt auf eine Gesichtshälfte. Und auf die andere gebe ich mir den Base Tape. Das ist ein Hydrating Primer. Habe ich in der kleinen Größe, aber auch die war ganz schön teuer. So schaut der aus. Das ist einfach ein feuchtigkeitsspendender Primer. Beziehungsweise so schaut die Verpackung aus. Das ist ja hier 1A. Der soll wirklich langfristig Feuchtigkeit geben. Double Duty Beauty. Genau. Und da bin ich wirklich gespannt, ne? Ob der halt auch wirklich feuchtigkeitsspendend ist. Für mich ist es eigentlich wichtig, hauptsächlich Feuchtigkeit zu haben. Also das mit dem Blurring, gut, der war jetzt mal in so einem Set mit dabei, deswegen habe ich das auch mitgenommen. Aber ja, also so im Alltag wäre Blurring nicht unbedingt was für mich, weil ich auch ein bisschen Angst hätte, dass mir die Poren verstopfen oder so. Wie gesagt, den trage ich jetzt auf der einen Gesichtshälfte auf. Das Öl ist jetzt auch so weit eingezogen, da warte ich nämlich gerne noch so ein bisschen, deswegen habe ich auch ein bisschen rumgequatscht. Und dann nehme ich mir einfach mal so, ne, ein bisschen mehr als eben auf. Das fällt erstmal runter. Nehme ich mir wieder vom Tisch. Also es ist wirklich super trocken und versuche ich dann auch weitestgehend zu verteilen. Sehr merkwürdig jetzt gerade vom Gefühl her, weil das so ist, als würde ich über irgendwas drüber streicheln, über irgendwie Stoff oder sowas. Auch hier hat man einen Duft dabei, der so leicht blumig ist. Man kann schon einen Unterschied sehen, ne? Also hier habe ich so ein bisschen ein verfeinerteres Hautbild und hier ist es halt noch normal. Also da muss ich jetzt gleich mal gucken, wie das auch mit dem Hydrating Primer aussieht, wenn wir da auch nochmal uns das aus der Nähe anschauen. Ja, dann gucken wir uns den feuchtigkeitsspendenden Primer an, der hier in einem Pumpspender rauskommt. Gebe ich mir erstmal einen Pumphub auf, weil normalerweise nehme ich fürs ganze Gesicht 2. Der ist jetzt genau das Gegenteil, der ist super flüssig. Uiuiui, den hätte ich euch auch von Namen zeigen können, ne? Und der riecht so ein bisschen vanillig irgendwie. So schaut er aus. Und sehr flüssig, ne? Milchig, flüssig.
Ja, also bei dem Feuchtigkeitsprimer schreit meine Haut auf jeden Fall viel mehr Hurra, weil sie die Feuchtigkeit halt auch braucht. Ne? Ich habe eine eher trockene Haut. Wir gucken uns aber mal im Vergleich das Ganze von Namen an, weil so, ich finde schon, dass man einen leichten Unterschied sieht, aber auch nur leicht. So, jetzt nochmal von Namen. Also hier ist es wirklich sehr weich gezeichnet. Wenn wir hier einfach dieses Feuchtigkeitsgespendete haben und man halt auch einfach diese Saftigkeit von der Haut sieht, was hier so komplett weg ist. Also Leute, die so ein bisschen mehr auf diese matte Foundation, auf die matte Base stehen, sind wahrscheinlich mit diesem Blurring Primer etwas besser aufgehoben. Ich persönlich tendiere aber vom Herzen her eher für den Hydration Primer. Als Foundation habe ich tatsächlich nur eine Probe, beziehungsweise mehrere Farben von dieser Probe. Das ist die Tarte Double Duty Beauty Shape Tape Matte Foundation. Und hier habe ich 5 verschiedene Farben und ich denke, dass ich mir die ersten beiden so ein bisschen mischen werde, um da den perfekten Ton zu finden. Ja, ich glaube, das macht Sinn, ne? Light Neutral und Fair Sand, das sind so eher meine Farben. Alles andere ist mir einfach viel zu dunkel. Ich glaube, ich versuche auch tatsächlich nur die erste zu nehmen, die Fair Sand. Mal gucken, vielleicht brauche ich ja gar nicht so viel Foundation heute. Ich werde mir zunächst einfach mal so einen Pinsel nehmen und die Foundation mit dem Pinsel aufnehmen und dann in meinem Gesicht verteilen. Weil damit braucht man dann nicht so viel, wenn man das so macht, finde ich. Also ich persönlich brauche da einfach nicht so viel von. Und später gehe ich dann auch mal mit dem Make-up-Schwämmchen drüber. Und man sieht, von der Farbe zum Hals her passt es auf jeden Fall. Jetzt dadurch, dass mein Gesicht einfach immer ein bisschen rot aussieht, wirkt das alles sehr, sehr krass in meinem Gesicht. Immer sehr hell, ne? Aber zum Ende hin, Leute, ihr kennt das, es wird besser. Es wird sich anpassen. Ich habe jetzt wirklich super, super wenig Foundation verwendet und ich sehe aus wie ein Geist. Happy Halloween, Leute. Hier ist aber auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Produkt drin. Das heißt, das mache ich hier wieder zu und das kann ich dann demnächst wieder verwenden. Muss ich nur aufpassen, dass ich da nichts drüber kriege. Ich hätte eigentlich auch noch so Pöttchen, aber die sind jetzt gerade ein bisschen weiter weg. Da werde ich das vielleicht umfüllen, aber dann hat man auch wieder Produktverlust. Das ist blöd. So, jetzt nehme ich mir ein Make-up-Schwämmchen. Da habe ich jetzt hier von Real Techniques einfach eins. Und arbeite das schnell in meine Haut ein, weil ich merke gerade, dass diese Foundation unfassbar schnell gerade am Trocknen ist. Uiuiuiui. Also das Ganze fühlt sich super pastig auf meinem Gesicht an. Ja, und ist irgendwie sehr, sehr maskenhaft. Ich weiß nicht, ich komme gerade nicht so ganz klar mit dieser Foundation, muss ich gestehen. Farblich sieht das alles soweit so gut aus, aber wenn ich mir das von Namen angucke, ganz, ganz furchtbar, ist es hier, wie das aussieht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Oh nein. Was ist denn da los? Das verbindet sich einfach nicht mit meiner Haut. Ich weiß jetzt nicht, ob das in diesem Maracuja-Öl liegt oder an dem Primer oder so. Aber ich wische das eher weg, ne? Na, wenn ich das jetzt so mache, verbindet sich das dann doch vielleicht ein bisschen eher damit. Das sind so Tupfen und Streichen in einem von der Bewegung her. Aber ich oh Gott, struggle gerade sehr, sehr hart mit dieser sehr pastigen Foundation. Ich glaube einfach, dass sie nichts für meine sehr, sehr, sehr trockene Haut ist. Ne? Und hier wollen wir ja gar nicht drüber reden. Oh mein Gott, wie die einfach hier die Poren betont. Irgendwie, diese Stelle ist ganz merkwürdig. Da hat die Foundation sich ganz komisch abgesetzt. Und wenn ich da so halt drüber blende und ein bisschen wische, dann geht die Foundation halt komplett weg. Und Leute, wir wollen mal gar nicht über meine Nase reden. Ich meine, guckt euch das mal an, wie das aussieht. Das sieht ganz gruselig aus. Also als hätte ich, upsala, da ganz trockene Stellen auf der Nase drauf. Und klar, je mehr ich dann jetzt hier so drüber blende, desto mehr trägt die Foundation sich ab und desto schlimmer sieht es einfach aus. Also ganz gruselig gerade. Die Struggle habe ich übrigens auf beiden Seiten. Also das ist unabhängig vom Concealer. Ich denke, das ist sehr, sehr von diesem Maracuja-Öl abhängt. Also ich werde mich auch nochmal schminken. Nur mit der Foundation und den Primern. Ach, das fängt schon wieder hier an, so Kacke auf der Nase zu werden. Ich raste gleich aus. Oh, aber nicht heute, weil ich habe so viel Hautpflege und Einkram drauf gemacht. Da habe ich jetzt heute leider keine Zeit für. Gruselig. Ich würde sagen, wir leben jetzt erstmal mit dem Ergebnis und machen mit dem Concealer weiter, denn ich bin jetzt gerade schon eine Viertelstunde damit beschäftigt, irgendwie halbwegs meine Foundation wieder auf Vordermann zu bringen und es wird nicht besser. Ja, Concealer. Da habe ich hier den Creaseless Concealer von Tarte. Das ist dieser hier, den habe ich mir von Sephora geholt. Und als ich den geholt habe, habe ich halt dieses Set auch noch mit dazu gekriegt. Den habe ich in der Farbe 10N Fair. Und der kommt halt mit einem Schwämmchen-Applikator. Und den möchte ich mir einfach auftragen. Riecht ein bisschen
komisch und der ist wohl sehr, sehr pastig. Also den soll man sich auch nur sehr, sehr wenig aufgeben. Das mache ich jetzt auch. Und dann nehme ich mir ganz einfach so einen etwas fester gebundenen Concealer-Pinsel, um mir den Concealer entsprechend zu verteilen. Der hat jetzt natürlich ein bisschen mehr zu tun, weil meine untere Augenpartie aktuell ziemlich furchtbar ist. Aber wir sind mal gespannt. Creaseless Concealer heißt für mich ja auch, er soll mit Problemhaut klarkommen. Und ich gebe mir den auch direkt auf mein Augenlid. Ebenso auf diesem Auge mache ich das auf dem Auge jetzt auch. Das heißt, ich nehme wieder ein bisschen Produkt. Ein bisschen was hier nach innen, weil da hat man meist die dunkelsten Stellen. Ein bisschen was nach außen. Und dann nehme ich wieder meinen Pinsel und verteile das in Kreisbewegungen und leicht vorsichtig vor allem, etwas vorsichtig, ne? Sofern gewünscht, kann man das Ganze halt auch noch ein bisschen aufbauen. Das heißt, ich gebe mir hier auch wieder da und da einen Punkt einfach hin. Viel mehr möchte ich ja gar nicht nehmen zum Aufbauen, ne? Das muss immer nur ganz, ganz vorsichtig sein und auch das mit dem Pinsel wieder einblenden. Wer mag, kann das auch noch mit dem Beauty-Schwämmchen einarbeiten. Ich lasse das aber meistens tatsächlich so, dass ich das einfach so mit dem Pinsel mache, zum etwas größeren Blendepinsel, und dann kann man auch noch so drüber tapern, um das einzuarbeiten. So hat man auch den wenigsten Crease tatsächlich bei einem Concealer. Ne? So ein kleines Make-up Ü30 ist das dann ja auch so ein bisschen für euch. Ich gebe mir auch noch so ein bisschen, um meine Pickelmale abzudecken. Das hier auf die Rötung. Das ist übrigens der Grund, weswegen ich aktuell nicht so super gerne Schminkvideos drehe, Leute. Meine Haut rastet aus, die will aktuell nicht. Und mit den Resten gehe ich jetzt einfach um meine Nase herum, um da so ein bisschen Rötungen wegzumachen. Da sind die ja gar nicht so ausgeprägt, aber so ein bisschen was mache ich da meistens auch noch hin. Genau. So. Sieht schon mal besser aus, wenn die Augen jetzt auch einen Concealer abgekriegt haben, ne? Dann sehe ich nicht ganz so geistermäßig aus. So schaut das Ergebnis dann mit dem Concealer aus und er macht eigentlich einen guten Job. Außer hier. Da habe ich aktuell eine richtig krass problematische Stelle, um das mal so zu sagen. Ich habe da irgendwie so einen kleinen, ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas, eine ganz, ganz trockene Stelle ist das. Und ja, das sieht man hier auch. Das wird dadurch durch den Concealer halt auch nochmal ein bisschen betont. Ist ein bisschen schade. Das heißt, mit Problemhaut hätte man wirklich Probleme auch mit dem Concealer, weil der das nicht abdecken würde, sondern eher betonen würde. Finde ich immer ein bisschen schade. Der Concealer ist halt super pastig, lässt sich aber mit dem Pinsel schön einarbeiten und verteilen. Also das ist ein schönes Ergebnis. Hier in der Lidfalte creased er natürlich. Aber das, wo er nicht creasen soll, ist ja tatsächlich unter dem Auge. Und das werden wir gleich mal beobachten. Ich habe gelernt, dass es ganz cool sein soll, dass wenn man halt seine feuchte Base drauf hat, sprich Primer, Concealer und Foundation, dass man ein Fixing Spray verwendet. Das hat, glaube ich, Alicia Marie gesagt in ihrem Video. Das versuche ich jetzt einfach mal. Ich mache das sonst mit meinem MAC Fix Plus und das versuche ich jetzt auch hier mit dem Tarte Stay Spray. Setting Spray habe ich auch in einer kleinen Größe mir geholt und das gebe ich mir jetzt einfach über mein Gesicht. Ist super fein vom Sprühnebel her. Riecht auch wirklich sehr angenehm und das kann man jetzt einfach so trocknen lassen und das soll einfach dafür sorgen, dass die Foundation halt auch besser sitzt. Man kann jetzt auch nochmal mit dem Schwämmchen drüber gehen, was ich etwas schwierig jetzt finde mit dieser Foundation-Situation, die ich ja heute habe. So, dann werde ich jetzt einmal kurz abpudern. Das mache ich mit dem Too Faced Primed and Poreless Blurring and Mattifying Face Powder. Das mache ich aber off-camera, ne? Das verwende ich in letzter Zeit halt einfach sehr, sehr gerne. Und dann mache ich meine Augenbrauen. Das ist mit meiner liebsten Augenbrauen-Kombi aktuell mit dem L'Oreal Brow Artist Designer in der Farbe 301 Blond. Und das Ganze werde ich dann fixieren bei meinen Augenbrauen mit dem Benefit 24 Hours Brow Setter. So, Augenbrauen und Puder haben das Ganze jetzt nochmal ein bisschen schicker gemacht, finde ich. Jetzt ist es Zeit, um mein Gesicht endlich ein bisschen wieder ins Leben zu rufen. Das heißt, wir nehmen einen Bronzer, da habe ich den Park Ave Princess, das ist dieser hier. Den finde ich so schön. Das ist ein ganz, ganz toller, der mir vielleicht jetzt ein bisschen zu dunkel sein könnte. Aber wir gucken mal. Ich nehme jetzt den gleichen Pinsel, mit dem ich eben das Puder aufgetragen habe. Und ja, nehme ein bisschen Produkt auf und gebe ihn mir ins Gesicht. Ich liebe diesen Bronzer, weil der halt einfach noch so einen leichten Schimmer mit dabei hat.
und sehr natürlich rüberkommt. Der hat einen leichten Rotstich mit drin. Ja, das darf man halt nicht unterschätzen bei sowas tatsächlich, aber ich mag das. Also das passt einfach jetzt auch gerade sehr, sehr gut zu mir, finde ich irgendwie jetzt gerade. Einen Bronzer trage ich hauptsächlich so in diesem E auf, aber ich gehe auch noch so ein bisschen ans Ohr, ein bisschen in den Haaransatz, weil da bin ich halt wirklich auch super hell und hinter mein Ohr halt auch, ne? Ich mag sie am liebsten, wenn man einen Bronzer nur vermutet, aber nicht hundertprozentig sieht. Und deswegen mache ich das lieber ein bisschen dezenter, als dass ich mir jetzt richtig krass Bronzer drauf mache. Einfach mal so, ne? Ja, genau. Deswegen würde ich den Bronzer auch in der Intensität so lassen, wie er jetzt gerade ist. Ich sehe übrigens jetzt mittlerweile auch, wo ich das Puder aufgetragen habe, keinen Unterschied mehr zwischen den verschiedenen Primer-Seiten, um ehrlich zu sein. Als Blush verwende ich dieses hier, das ist der Harmony Blush Amazonian Clay 12 Hour Blush. Der soll richtig lange halten, den mag ich auch ganz gerne, der ist aber relativ dezent. Der ist matt, gehe ich auch wieder mit diesem Pinsel rein. Ich bin heute ein bisschen pinselfaul, Leute, bin ich ehrlich, ne? Okay, jetzt war ich gerade etwas zu intensiv drin. Mist. Ja, Mist. Mit einem Schwämmchen gehe ich dann nochmal hier an der Seite entlang, um ein bisschen Produkt runterzunehmen und den Blush etwas dezenter zu kriegen. Es ist sogar fast schon wieder dezent. Das ist sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Wo ist der Blush? Habe ich den jetzt wieder weggemacht? Nee. Hier auch immer so ein bisschen noch über die Nase. Auch wenn wir jetzt Herbst haben, so ein kleiner Sonnenbrandeffekt ist immer ganz niedlich, finde ich. So, jetzt hat mein Gesicht wieder Farbe. Das ist doch schon mal ganz süß, ne? Also, sieht gut aus, mag ich leiden. So, wenn ich möchte, dass man sich diese einzelnen Produkte separat kauft, sondern sagt, nee, komm, ich nehme eine ganze Face-Palette. Da habe ich jetzt hier die Hamptons Weekender Contour-Palette. Ich glaube, dass es genau die hier jetzt nicht mehr gibt, aber es gibt von Tarte immer mal wieder diese Contour-Paletten, ne? Das ist Blush Bronzer Highlighter in einem. Kann man auch sehr, sehr schön in Kombi verwenden. Ich verwende jetzt aber hier tatsächlich nur den Highlighter draus. Das ist der Beach Getaway Highlighter. Und da will ich gerne ordentlich haben und gebe mir den hier einfach hin. Ja, die Produkte haben alle auch irgendwie ihren eigenen Duft. Also das riecht jetzt alles sehr süß hier von den Base-Produkten her. Das ist, ich mag das tatsächlich, aber es ist, Parfümstoffe sind nicht alle mögen Parfümstoffe, so kann man das sagen. Parfümstoffe sind nicht jedermanns Sache. So, ne? Der ist schon schön. Champagner Gold, ich habe jetzt ein bisschen viel drauf, aber ich mag's. Ist auch ein schöner Highlighter. Also der ist intensiv, wenn man ihn ordentlich derbe aufbaut, was ich gerne mache. Und man hat hier angenehme Schimmerpigmente mit drin. Also du hast ja in jedem Highlighter irgendwie Schimmer mit dabei, aber das hier ist eher so ein nasser Glow, finde ich. Ja, kein Glitzer. Ich highlighte auch gerade jetzt, wo ich eine sehr, sehr, sehr matte Base habe, so meine T-Zone super gerne. Also, ne, weil ich ja so ein trockenes Näschen bin, mache ich das dann gerne nochmal so künstlich drüber. Meine Haut wird auch nochmal nachölen, damit alles sich auch verbunden hat, wenn alles sich verbunden hat. Aber ja, so mag ich meine Base jetzt erstmal ganz gerne. Auch wenn die Foundation, ich merke sie richtig auf der Haut, wie sie mir alles aus dem Gesicht saugt, ne? Jetzt ist so der Punkt gekommen, wo ich mir den Concealer gerne nochmal angucke. Und er creased ein ganz kleines bisschen. Es ist noch zu verzeihen, aber er creased schon ein bisschen. Gehe ich jetzt hier einfach mit dem Pinsel oder sonst würde ich es mit dem Schwämmchen machen, ne? Einfach nochmal hier so drüber. Ja, man muss halt echt sehen, der setzt sich sehr auf den trockenen Stellen ab. Also das ist nicht so easy peasy. Auch jetzt verwende ich nochmal ein bisschen von dem Fixing Spray. Ne? Einfach mal so zwischendurch. Mit dem Schwämmchen nochmal drüber gehen. Aber nur ganz vorsichtig. Ich merke das Schwämmchen kaum auf meiner Haut. So vorsichtig gehe ich damit drüber. So. Jetzt wenden wir uns der Lidschattenpalette zu und da habe ich eine, die, ich weiß nicht, ob man die noch kaufen kann, ich setze euch sowieso ja alle Produkte in die Infobox, das ist diese hier. Das ist aus der Weihnachtskollektion vom letzten Jahr, wie heißt die? Luxe Eye Palette, keine Ahnung, die Winter Glam, Winter Wonder Glam heißt die, glaube ich. Die ist schwierig, die ist wirklich super schwierig. Also wir haben hier wirklich total schöne Töne drin, aber viele davon krümeln wie Sau. Und diese ganz, ganz losen, also der, die verwende ich ungefähr gar nicht mehr. Das hat sich auch gereimt, weil die mir einfach, die halten nicht. Da brauchst du einen richtigen Glitterglue und den habe ich nicht.
Den Pinsel ist da auch mit bei, den verwende ich ganz gerne. Das ist vor allem mal ein toller Pinsel, der in der Lidschattenpalette drin ist. Da hast du auf der einen Seite einen Blender und auf der anderen Seite einen Smudger. Sollte ich vielleicht kurz vorher nochmal etwas sauber machen? Die Farben haben alle keine Namen. Das ist ein bisschen schade. Also es ist egal eigentlich, wenn man sich damit schminkt. Es ist ja furzegal, wie die Farben heißen. Aber es ist für mich jetzt blöd, weil ich euch natürlich gerne sagen möchte, welche Farbe ich verwende. Als erstes nehme ich dieses matte, knochenfarbene Beige. Und das kommt einfach so als Base-Ton komplett bis hoch in die Augenbraue und auch hier in den Innenwinkel und in den Außenwinkel komplett drauf. Dann nehme ich diesen Karamellton hier unten. Ebenfalls mit der Blendeseite und den setze ich mir einfach so in die Lidfalte. Also die Farben sind super gut pigmentiert, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist eine schöne Geschichte, lassen sich auch toll ausblenden, aber man muss wirklich aufpassen mit Fallout, Kickback und so weiter, was man da halt immer gerne bei Paletten drin hat, ne? Oder was man selber als Konsument nicht so gerne in den Paletten drin hat, aber was bei Tarte irgendwie leider recht häufig der Fall ist. Bin immer wieder bei dieser Palette am Überlegen, sortiere ich sie aus, will ich sie behalten? Weil wenn ich so einen ganz normalen, simplen Look schminke, wie ich den jetzt heute mit euch schminken werde, ist die super. Ist die echt klasse. Die erfüllt ihren Zweck, die macht alles toll, ne? Also die gefällt mir dann auch echt gut. Aber wenn ich dann halt die etwas bunteren Farben nutzen will, die ja die Palette eigentlich besonders machen, ärgere ich mich jedes Mal drüber, weil es halt nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Jetzt brauche ich einen etwas präziseren Blendepinsel. Das ist dieser hier aus dem BH Cosmetics Rose Quartz Pinsel Set, die Nummer 7, glaube ich. Und gehe dann einfach in den Ton, der etwas daneben ist. Das ist ein dunkles, warmes Braun. Da gehe ich auch nur einmal kurz vorsichtig rein. Nur zweimal reingetippert. Und den setze ich mir zu Vertiefung direkt an meinen Knochen. Also über meiner natürlichen Lidfalte, wegen dem Schlupflid, ne? Das ist dann einfach nochmal zur Vertiefung. Ich setze mir den auch so ein bisschen nach außen und dann blende ich nochmal mit dem Ton von eben so ein bisschen die Kanten aus. Ich habe Lust auf so einen richtigen Herbstlook und deswegen nehme ich mir dieses wunderschöne Gold und das nehme ich mit dem Finger auf. Denn das funktioniert tatsächlich am besten. Ist nicht ganz so foliert wie bei anderen Lidschatten, die ich so kenne und das setze ich mir auf mein Zentrum. Das funktioniert super gut mit dem Finger, aber man muss halt echt bedenken, ich habe Drogeriepaletten, ne? Da ist das intensiver und einfacher zu verarbeiten. Dann wieder mit dem präzisen Blendepinsel einfach ein bisschen in der Lidfalte aufräumen, dass da keine Schimmerpigmente sind, die da einfach nicht hingehören. Nach innen hin möchte ich mir was richtig, richtig Helles geben. Und da haben wir diesen wunderschönen Schimmerton. Der ist extrem hübsch, da gehe ich auch mit dem Finger rein. Denn der ist auch wirklich super buttrig, also der ist krass. Der gefällt mir enorm gut. Ne? Guckt euch die Konsistenz an. Wirklich schön. Den setze ich mir in mein inneres Drittel. Und ich versuche es auch im Innenwinkel, aber das funktioniert mit meinen Wurstfingern einfach nicht, Leute. Das muss ich gleich noch mit dem Pinsel machen. Dafür nehme ich mir jetzt einfach so einen Point Brush, gehe dann nochmal in die Farbe von gerade rein. Lade den Pinsel ordentlich auf und dann ab in den Innenwinkel. Und mit dem Rest highlighte ich einfach hier meinen Augenbrauenbogen. Nein, jetzt creased der Concealer aber hier mega intensiv. Einfach mit dem Pinsel drüber und hoffen, dass es weggeht. Ich liebe ja auch dunkle Schimmerfarben außen und deswegen schaue ich einfach mal, ja, dass ich mir diese Schimmerfarbe nach außen hin aufgebe. Die ist schon wieder richtig schön von der Konsistenz. Also dieses Gold war schwierig, die anderen Farben sind einfach viel, viel weicher, viel, viel angenehmer. Ja, das ist schwierig mit dieser Palette zu schminken, weil das schluckt das ganze Licht. Das tappe ich hier einfach außen so hin. Zieh das ein bisschen mit in das Gold. Ganz vorsichtig. Also da sieht man halt jetzt nicht so den Ultra-Effekt, aber ein bisschen was. Das finde ich schön. An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir jetzt die gleiche Farbe, die ich auch in der Lidfalte verwendet habe. Dafür verwende ich jetzt aber den Point Brush. Oh, da kommt nichts runter, kannst nicht abklopfen. Und das kommt jetzt hier unten einfach hin.
Mit dem präzisen Blendepinsel gehe ich dann nochmal kurz unten ohne weitere Farbe entlang, um das so ein ganz kleines bisschen softer zu machen. Und so verstecke ich natürlich auch so ein bisschen meine trockene Stelle unterm Auge, ne? Jo, so würde dann mein fertiger Augenlook aussehen. Das ist auch meiner Meinung nach sehr herbstlich, aber ich kann sowas ganzjährig tragen. Wenn man sich das so anguckt, gefällt mir die Palette schon wieder, weil die das echt toll hingekriegt hat, ne? Andererseits denke ich mir, ach Palettchen, du bist ganz schön langweilig, ne? Naja, ein bisschen Fixing Spray. Wer kennt noch die Wochenshow mit dem Typen? Pastewka, ne? Ein bisschen Pfeffer. Eyeliner, da habe ich jetzt hier den in groß. Tati ist, den hatte ich in einem Adventskalender mit drin und den würde ich jetzt auch ganz gerne in diesem Schminki verwenden. Das ist der Tati ist Eyeliner. Der hat zwei Seiten. Zum einen könnte man ihn als Kohlkajal, sage ich mal, jetzt verwenden, weil der halt so eine rausdrehbare Spitze hat. Zum anderen könnte man ihn ganz einfach, so wie ich ihn verwenden werde, mit dieser Spitze verwenden. Das ist halt einfach einer zum Aufmalen, ein Filzstift-Eyeliner, genau. Gut, am Anfang malen diese Filzstift-Eyeliner immer echt gut, ne? Aber dieses Gold und dieses Schimmer macht dem echt zu schaffen. Also da kann er nicht deckend malen, das ist ja schade. Also er lässt sich halt schön verwenden und macht dann auch einen Wing und so. Aber deckend malt er leider nicht. Also das ist, da scheint er Probleme zu haben mit den Lidschatten von der eigenen Marke, um das mal so zu sagen. Das ist schade. Jetzt gehen wir mal weiter zu den Wimpern. Da habe ich eine Wimpernzange von Brushworks, mit der, ja, curl ich immer so meine Wimpern. Und dann verwenden wir als Mascara die Lights Camera Lashes 4-in-1 Mascara. Das ist diese hier. Die ist eigentlich größer, ne? Aber das ist halt eine Probegröße. Hatte ich, glaube ich, auch irgendwie in einem Goodie-Kit so mit drin. Hat ein Kunsthaarbürstchen, was so kegelförmig nach vorne zusammengeht. Die riecht recht unangenehm, um ehrlich zu sein. Mag ich nicht so gerne vom Duft. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also, sie ist schön, sie macht einen schönen Schwung, sie macht auch Länge, aber sie macht nicht dieses Wah-Wah-Wum, was ich von vielen anderen Mascaren halt auch kenne und mega liebe, ne? Also, es ist solide, es ist okay, aber es haut mich jetzt echt nicht vom Hocker. Ne? Bin ich ehrlich. So, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo es zu den Lippen geht. Da habe ich hier etwas, ich weiß nicht, ob der noch gut ist, das ist Lip Sculptor Lipstick. Da sind zwei verschiedene Produkte drin, ein nudefarbener Lippenstift und der dazugehörige Lipgloss. Und das trage ich jetzt einfach mal auf, das ist jetzt sehr zurückhaltend. Riecht aber noch okay. Farblich sieht dieser Lippenstift aber schon sehr leberwurstig mittlerweile aus. Also ich weiß nicht, ob der war nicht immer schon so. Ich habe den auch schon öfters mal getragen und fand den echt toll, ne? Naja, jetzt kommt der Lipgloss drüber. Der riecht auch noch okay. Ja, der macht das Ganze halt auch noch mal ein bisschen extra mäßiger, auch sehr, sehr schön. Also das wäre jetzt tatsächlich mein fertiger Herbstlook. Es gefällt mir, ehrlich gesagt. Also ich fühle mich super wohl damit, wie es jetzt halt so aussieht. Aber meine Haut fühlt sich furchtbar an. Also es ist super, super trocken. Ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, mir irgendwie ein Spray oder noch irgendwie eine fette Schicht Creme aufzugeben. Ansonsten gefällt mir der Augenlook. Auch, dass meine Haut jetzt wieder natürlich aussieht, obwohl sie ja nicht natürlich ist aufgrund von richtig viel Kram drauf. Aber es gefällt mir halt so vom Optischen her. Das heißt, ich werde hiermit auch noch ein paar Videos drehen für euch. Mich nicht komplett abschminken und neu schminken. Auch das kann durchaus mal passieren. Nein, also es ist auch die Lippenstiftfarbe. Das passt gerade schon sehr, sehr gut. Und ich fühle mich auch wohl. Ja, schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit Tarte unten in die Kommentare. Bei mir war jetzt, es war durchwachsen. Es war wirklich sehr, sehr durchwachsen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Ja, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!